In diesem Video schauen wir uns den dritten Faktor an, der dich gut durch die Krise kommen lässt und vor allem den kritischsten Faktor, wenn es darum geht, vor allem langfristig diesen Erfolg, den du jetzt in der Krise quasi dir sicherst, beizubehalten. Ja, herzlich willkommen erstmal zum Video. Mein Name ist immer noch Alex und wir haben in den letzten beiden Videos uns die Liquidität angeschaut und den Vertrieb angeschaut, die relevant sind. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt, wie gesagt, das ist der langfristigste Punkt. Der dritte Punkt ist einfach, die sichere Abwicklung nach dem Auftrag zu gewährleisten. Das hat verschiedene Punkte, verschiedene Sachen, die einfach wichtig sind zur Folge. Punkt 1, wir merken bei einigen Leuten, wo der Vertrieb dann sehr, sehr stark in den Vordergrund rückt, dass im Hintergrund das Fulfillment, also die Montage, leidet. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht, weil das Punkt 1 den Hof ruiniert, Punkt 2 dafür sorgt, dass die Kunden unzufrieden sind, Punkt 3 die Kunden auch weitere Zahlungen nicht leisten und wir dann wieder ein Liquiditätsproblem haben, plus ein Vertriebsproblem wegen des Rufes. Das heißt, dieser Punkt muss auch gewährleistet sein, damit es möglichst gut funktioniert. Und hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, was man hier machen kann. Das Erste, was du auf jeden Fall haben solltest, ist einen generellen Überblick über deine Montagen zu haben. Am besten einen Überblick von überall. Nicht nur im Büro, wo dann das Board an der Wand hängt, sondern tatsächlich, dass du siehst, wie ist der Stand in welcher Montage, egal wo du gerade bist. Ne? Das heißt, wir schauen uns hier jetzt ganz konkret, das schreibe ich einfach mal Fulfillment, würde man jetzt auf Englisch sagen. So, und hier ist einfach wichtig, das Erste, was wir brauchen, ich glaube, ich habe hier noch einen Anhinten dran geschrieben, das Fulfillment an, hey. Das Erste, was wir brauchen, ist mal, wie gesagt, eine Art Montageplanung, am besten eine digitale Montageplanung. Wir haben dazu auch schon Videos gemacht, wie sowas aussehen kann. Aber das Wichtige ist, dass du wirklich die Übersicht hast. Das heißt, dass du sagen kannst, okay, bei dem Auftrag zum Beispiel warten wir noch aufs Material von Hersteller XY. Bei dem Auftrag sind wir in dem Status, bei dem Auftrag, da hat sich jetzt der Liefertermin verschoben, da müssen wir den Kunden nochmal anrufen. Und es ist ganz wichtig, dass du hier möglichst effizient nachgehst, weil Punkt 1, wenn deine Kunden merken, du bist hinterher, du kümmerst dich, dass es auch wirklich geliefert wird am Ende alles, dass auch wirklich alles passiert. Oder selbst wenn es mal eine Verschiebung gibt, die werden immer informiert darüber. Die müssen nicht selber sich melden, sagen, was ist denn jetzt damit? Und dann erfahren sie, dass es eine Verschiebung gab. Das ist immer nicht so glücklich. Ne? Und man kann mit dieser Sache sehr, sehr viele Sachen zum Beispiel schon systematisieren. Bei uns ist zum Beispiel so, wenn es bei uns intern Verschiebungen gibt bei bestimmten Themen, ist es so, dass wir mittlerweile automatische Mails an den Kunden auch rausgehen lassen, dass er einfach informiert ist. Da muss kein Mensch sich hinsetzen, eine Mail schreiben. Das ist nicht mehr notwendig in der heutigen Zeit. Sondern da geht automatisch dann raus, hey, zum Beispiel schiebst du auf verzögert sich um X, dann kommt da verzögert sich um X, du gibst noch einen Grund ein und das wird dann 1:1 an den Kunden zum Beispiel als Mail weitergeleitet. Das kann man alles machen technisch. Das ist alles möglich, das spare ich, ja, was heißt, ich spare mir Zeit, ich informiere den Kunden und mehr Zeitaufwand. Na? Das ist Punkt 1. Punkt 2, es sollten dann auch Maßnahmen klar sein, wenn du merkst, der Hersteller liefert gerade irgendwie nicht oder es dauert länger, sofort nachzufassen. Auch das kann man hier drin gut abbilden. Das heißt, man sollte dann auch in der Lage sein, die Partner, die man in der ganzen Prozess halt mit einfach hat, zwangsläufig, ne, sollte man dann auch in Anführungsstrichen so ein bisschen treten oder voranschieben, dass es auch wirklich weitergeht. Ne? Dass du halt nicht nur der Wartende bist die ganze Zeit, wann kommt denn jetzt das Material, sondern wirklich mal nachhakst und nachfragst. Auch da, das hat wieder was mit Vertrieb eigentlich zu tun, wenn man überlegt, ne? Weil es geht darum, dass du die Kontrolle versuchst zu behalten, soweit es geht. Es geht nicht in jedem Bereich, aber soweit es geht, solltest du die Kontrolle behalten. Vielleicht auch noch zu einem zweiten Hersteller diversifizieren. Vielleicht auch noch, wenn du sonst eigentlich die Sachen mal bestellst, vielleicht mal als Option zu haben, zum Baumarkt zu fahren, wo die Sachen vielleicht schneller da sind, als wenn sie geliefert werden. Einfach damit der Kunde ein möglichst gutes Ergebnis hat, ein möglichst gutes Gefühl hat, trotz der ganzen Probleme da draußen. Dem Kunden ist es genauso bewusst. Aber es ist die Frage, was man daraus macht. Ne? Und bei mir zum Beispiel, ne, also wenn mir jetzt jemand sagt, jo, das Ganze verschiebt sich um Monat, ich bin auch nicht glücklich drüber. Aber wenn er mir das sagt und nicht einfach irgendwie nicht anruft oder so und ich mir denke, hey, der wollte doch sich letzte Woche melden für die Terminvereinbarung und das war vor einer Woche, so, dann wäre ich auch irgendwie ungeduldig, dann rufe ich da an, dann ja, nee, verschiebt sich, ach ja, cool, danke, dass wir es gesagt haben, nicht, ne? Also, das sollte halt nicht passieren. Das heißt, behalte das im Auge, behalte hier gleichzeitig die Kapazitäten im Auge und vor allem plane flexibel. Bedeutet, es darf nicht so sein, oder es sollte nicht so sein, dass wenn jetzt eine Lieferung sich verschiebt, dass plötzlich dein ganzes Montageteam rumsitzt. Da gibt es Möglichkeiten, wie man dafür sorgen kann, dass man schnell, spontan ein paar Sachen bekommt, dass sie zumindest ausgelastet sind. Vielleicht nicht mit den Stundensätzen, die sonst da wären, aber zumindest ein Stundensatz, dass sie sich immer noch für dich rechnen. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Bleib flexibel. Ne? Also mach es nicht so, dass die Planung irgendwie, keine Ahnung, ich übertreibe es mal, Anfang des Monats ist, wird einmal die Planung gemacht, ne? Und den restlichen Monat wird nichts geändert. Wenn halt eine Sache ausfällt, dann sitzen die Jungs halt rum. Das darf halt nicht sein. Ist jetzt Extremfall. Ne? Aber es sollte auch so sein, dass zum Beispiel, wenn morgen irgendwas ausfällt, dann sollte es möglich sein, deine Leute noch so einzusetzen, dass sie morgen zu tun haben. Das sind ganz, ganz viele kleine Punkte, die da reinspielen, aber es sind jeden Tag ein paar hundert Euro, die im Endeffekt dir sonst an Geld verloren gehen. Das macht über die Zeit, über die vielen Tage, die sich verschiebt, du weißt selber, wie hoch die Quote ist, macht das einen großen Unterschied. Und das geht halt am besten, wenn man zum Beispiel von Anfang an digital das Ganze geplant hat. Weil man dann die Übersicht einfach hat, weiß, wer wann wo eingesetzt ist, wie die Kapazitäten sind und das super einfach verschieben kann und es jeder andere auch einsehen kann. Dazu kommt, kümmere dich darum, dass dein Retourenmanagement genauso gut funktioniert, wie das Initiale funktioniert. Kümmere dich darum, dass die Retouren möglichst schnell abgearbeitet werden. Ne? Hier vielleicht kleiner Trick, du kannst zum Beispiel, wenn jetzt ein Kunde sagt, ich habe deine Retour,
Na, gibt da ein Problem, dann sagst du, okay, also wir hätten den nächsten freien Termin in 2 Monaten. Natürlich ist nicht so cool für den Kunden, aber ich würde Folgendes machen, ich packe sie auf die Prioritätenliste. Sobald eine Sache wegfällt, sobald irgendwas sich verschiebt und das passiert wöchentlich, melden wir uns bei Ihnen, na, und werden Ihre Sache da einschieben, sodass wir wahrscheinlich diese, spätestens nächste Woche das Ganze erledigt haben. Damit kriegst du die flexible Planung rein und gibst den Kunden besseren Service. Einfacher Trick, den man nutzen kann. Na, klar, wenn da was bestellt werden muss für die Retoure, dann ist klar, dann dauert es ein bisschen länger. Auch logisch, würde ich den Kunden kommunizieren und dann aber den zweiten Satz mit einfügen. Und damit kannst du dich halt flexibel halten. Damit kümmerst du dich schon, dass deine Leute die optimale Wertschöpfung haben, dass der Kunde das optimale Ergebnis hat. Und wenn du dann vorne mit Vertrieb und danach mit Liquidität das Ganze weiterhin anschiebst, dann wirst du eine sehr gute Zeit haben nächstes Jahr, obwohl die Zeit für viele schwer wird. Ich finde es, wie gesagt, es hat eine wirklich gute Chance auch für viele, jetzt wirklich mal zu zeigen, okay, was heißt es eigentlich, Unternehmer zu sein? Was heißt es eigentlich, die Sachen im Kopf mal anders zu machen, als es viele andere machen? Was heißt es vielleicht eigentlich auch mal, sich auf neue Werbemedien einzulassen? Auch das ist so ein Riesenthema natürlich. Und wenn du dieses Jahr, jetzt das nächste Jahr, jetzt gut überstehst, vielleicht sogar noch mit einem gewissen Wachstum überstehst, dann wirst du die Jahre danach einen richtigen Reibach machen, weil viele Unternehmen werden das nächste Jahr nicht überstehen. Und wird so sein, ne? Aktuell, oder ich sag mal, die letzten Jahre hatten wir so viele Kunden, so viele Anbieter, jetzt wird es so sein, dass wir nur noch so viele Kunden haben. Na, was bedeutet das? Die Anbieter werden sinken. Aber in Zukunft haben wir ja wieder so viele Kunden dann irgendwann. Na, vielleicht nicht so viele, aber vielleicht so viele. Bedeutet, dass die Leute, die hier sind, so viele Anbieter kommen nicht so schnell auf den Markt, komplett diese Kunden bekommen. Na, und dann hast du die Möglichkeit, massiv zu wachsen, die Marktanteile sichern. Das heißt sogar, dass hier Mitarbeiter frei werden an der Stelle. Na, auch da hat man wieder die Möglichkeit zu wachsen. Also nutzt diese Chance jetzt wirklich. Gib jetzt wirklich Gas, 1-2 Jahre richtig, richtig Gas geben, richtig unternehmerisch reinknien. Wenn du irgendwelche Tipps oder Hinweise noch brauchst, melde dich gerne bei uns, überhaupt kein Thema. Aber mach das. Danach hast du die beste Zeit deines Lebens. Na? Von daher, ich hoffe, ich könnte dir ein paar Sachen mitgeben. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Wir werden ganz viele Dinge auch noch, was das angeht, besprechen, wenn man es im Detail macht. Und natürlich, wie gesagt, wenn du sagst, okay, du hast Interesse, da wirklich mal jetzt die PS auf die Straße zu bringen, melde dich gerne bei uns zu einer kostenfreien Strategieberatung an. Dann können wir gerne gucken, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und dir erstmal eine Stunde kostenfrei so ein bisschen auf deine Situation zugeschnitten helfen, was so der Plan bei dir ist. Na? Ansonsten, wie gesagt, abonniere den Kanal, damit du nichts verpasst. Und lass einen Daumen nach oben da, damit auch weitere das Video sehen. Und erstmal dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.